In unserer Praxis kommen häufig Patienten, die unter eingewachsenen Nägeln leiden. Meistens sind die Großzehennägel betroffen. Ein eingewachsener Nagel entsteht immer dann, wenn der Nagel zu breit für das Nagelbett ist. Das heißt, wenn diese Fläche nicht in das Nagelbett passt. Meistens ist es so, dass von der einen Seite der Schuh drückt und von der anderen Seite die Zehen drücken, sodass der Nagel dann an einer Seite, manchmal auch an beiden Seiten, in das Fleisch reinkneift, wie seine Zange sich bildet. Und dadurch entstehen dann in der Folge kleine Wunden. Dort siedeln sich Bakterien an. Manchmal bildet sich wildes Fleisch. Es führt zu einer Entzündung, zu einer Vereiterung und vor allem zu viel Schmerzen. Was kann man machen, um so einen eingewachsenen Nagel dauerhaft zu heilen? Man muss die Zone verschmälern, die den Nagel bilden. Das ist dieser Bereich hier, ich zeige es mal an meinem Finger. Diese Zone hier unter der Haut bildet den Nagel. Wenn man diesen Bereich verschmälert, dann wächst der Nagel auch schmäler raus und hat mehr Platz. Das macht man mit einer modernen Technik, nicht mit der sogenannten Emmert-Plastik. Die ist nicht mehr up to date, sondern mit einer Methode, bei der man den Nagel entfernt, der einwächst, und einen kleinen Schnitt macht hier in diesem Bereich. Die Kante, diese Ecke der Nagelwurzel präpariert und entfernt, sodass der Nagel dann schmäler rauswächst. Quasi so. Dieser Nagel hat dann mehr Platz im Nagelbett und mit dieser Methode können wir zu 95% einen eingewachsenen Nagel dauerhaft heilen. Man muss nach der Behandlung etwa 2 bis 3 Wochen auf Schwimmbad, Sport und Sauna verzichten, einfach dass der Nagel und dass die Wunde gut abheilen kann. Denn die Zehen und gerade der Großzeh ist natürlich stark belastet von, wenn man läuft, wenn man dort abrollt. Die Fäden werden auch etwa nach 2,5 Wochen gezogen. Und für die meisten Patienten ist dieser Eingriff ein einmaliger Eingriff, weil sie danach von ihrem Problem befreit sind. Wenn Sie mehr zu dieser Behandlung wissen möchten, dann vereinbaren Sie einfach einen Termin in unserer Privatpraxis für Dermatologie in Mainz. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.